Weile mal meine Sommer-Beauty-Must-Haves hochgeladen. Ich verlinke euch das Video mal hier irgendwo und auch nochmal in den Infos, falls ihr das verpasst habt und es euch noch anschauen wollt. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch eigentlich passend, wenn ich dazu jetzt so das Pendant aus dem Lifestyle-Bereich mache. Das heißt, dass ich so meine Lifestyle-Sommer-Favoriten hochlade. Das heißt, alles aus den Kategorien Fashion und Essen und Trinken und Musik und was ich so in meiner Freizeit gerne mache und bla bla bla. Also, ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Fangen wir an mit der Kategorie Fashion und da kann ich euch erstmal ein Haarband zeigen. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr meine Videos schon eine Weile guckt, dass ich ein totaler Haarband-Freak bin. Also wenn ich so ein Dutt habe, dass ich mir dann so ein Ding da drum knote und dann hier so ein Schleifchen mache und dann immer die Kommentare kommen. Ich würde aussehen wie eine osteuropäische Putzfrau oder so. Aber das ist mir ein bisschen egal, weil ich finde es trotzdem sehr cool. Und ein Haarband, das hatte ich in meinem vorletzten Video oder so, glaube ich, dran. Und da haben mich sehr viele gefragt, woher das ist. Also falls euch sowas interessiert, was ich in Videos anhab, dann schaut immer in die Infos, da schreibe ich es immer rein, ja. Und das Haarband, um welches es sich handelt, oh mein Gott, was ist heute mit mir los, ist dieses hier. Und das habe ich mal bei Pimkie gekauft. Das gibt es auch, glaube ich, aktuell gerade noch. Also ich habe es neulich gesehen. Und es ist einfach so schwarz und hat dann so Papageien und Palmen und sowas drauf. Und es ist halt so irgendwie so ein sommerlicher Print, aber ohne, dass es jetzt so quietschbunt ist, sondern durch dieses Schwarz ist es so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist passender zu verschiedenen Anlässen. Also auch wenn ich jetzt vielleicht so ein Haarband nicht zu schicken Anlässen tragen würde, aber versteht ihr, wie ich meine? Also es ist halt nicht so knallbunt. Und ich liebe das über alles. Also ist hier nur so ein langes Tuchteil. Und ist auch sehr breit, deswegen falte ich das immer in der Mitte nochmal. Und dann wickle ich mir das einfach hier so um den Kopf und dann wieder zurück und dann knote ich es oben, also weil es halt so lang ist. Und ich bin einfach so obsessed mit solchen Haarbändern. Wenn man halt die Haare irgendwie wegkriegen will und nicht will, dass sie nerven und aber man trotzdem irgendwie so ein schönes Haaraccessoire mit drin haben will. Und ja, deswegen Haarbänder und besonders dieses hier. Sehr wichtig für mich im Sommer. Das zweite Teil aus der Kategorie Fashion sind diese Teile hier. Und zwar sind das Socken. Und es sind jetzt keine so normalen Füßlinge-Socken, sondern es sind diese besonders kleinen. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Also wenn man die anhat, sind die ungefähr so hoch am Fuß. Diese Ballerina-Söckchen, ja. Und ich habe meine von Primark und was ich da richtig cool finde, ist, dass die hier am Ende so eine gummierte Beschichtung haben irgendwie, damit die eben nicht von der Ferse rutschen. Und das finde ich richtig genial. Ich trage diese Socken ständig, wenn ich irgendwie Schuhe anhabe, in denen man Socken braucht. Also in Ballerinas nicht, aber so in einem Turnschuhmäßigen, Halbschuhmäßigen, in meinen Cutout-Boots trage ich die auch super gerne, weil man sie dann eben nicht sieht, aber ich einfach das Gefühl von einem Socken am Fuß habe. Also ich weiß auch nicht, die waren auch wieder super, super günstig, wie das halt immer so bei Primark ist. Ich muss mal schauen, wo es die noch so gibt. Ich glaube, bei H&M gibt es auch welche, ich bin mir aber nicht sicher. Und ja, also ich finde solche Socken im Sommer einfach mega genial. Ein weiteres Teil aus der Kategorie Fashion sind luftige Shorts. Also da habe ich einmal diese in diesem Print hier und eine in schwarz. Sind beide von Pimkie, habe ich euch damals, glaube ich, auch gezeigt, als ich sie gekauft habe. Und ich habe damals auch schon gesagt, dass sie so ein bisschen mich so an Männer-Badehosen, Sporthosen oder sowas erinnern. Aber ich finde sie so genial. Also immer wenn ich hier irgendwie was Chilliges mache, auch wenn es nur einkaufen ist oder im Park sein oder zu einer Freundin gehen oder so, dann ziehe ich solche Hosen an. Die kneifen nicht, die schnüren nichts ab, man hat irgendwie nicht das Gefühl, man kann sich nicht richtig hinsetzen, man kann sich einfach mega in denen bewegen. Klar, die sehen jetzt vielleicht nicht so super sexy aus, dass man hier so einen schönen Knackarsch kriegt oder so, sondern die sind halt ne, ein bisschen lockerer und dadurch sieht man vielleicht auch ein bisschen breiter aus, keine Ahnung. Aber so, wenn ich mir das mal überlege, Gemütlichkeit im Sommer versus enge Sachen, die unbequem sind und dafür halt gut aussehen, nehme ich die gemütlichen Sachen. Deswegen sind für mich bequeme, luftige Shorts auf jeden Fall ein Must-Have. Und das Letzte, was ich jetzt noch zur Kategorie Fashion zähle, sind kleine Ketten. Und ich weiß nicht, im Sommer finde ich es einfach irgendwie immer weniger mehr. Ich weiß nicht, geht es euch das auch so? Also ob es jetzt das Make-up angeht oder irgendwie die Outfits oder ich weiß nicht. Es ist einfach alles simpler und ich habe keine Lust auf riesige, klobige Ketten. Ich bin dann einfach mehr so kleine Ketten.
Also klar, ziehe ich auch mal gerne eine Statement-Kette an, aber überwiegend eigentlich kleine Ketten. Zum Beispiel diese hier, das ist eine Silberkette mit so einem Gänseblümchen dran, habe ich aus England geschenkt bekommen und habe ich ständig an. Finde ich super schön, ist einfach so ein kleiner, dezenter Hingucker, ohne aber so alles einzunehmen irgendwie. Dann habe ich hier so eine kleine Blume mit so einem so Glitzersteinchen drin. Die ist von Marks & Spencer, habe ich von meinen englischen Großeltern geschenkt bekommen mal. Dann habe ich hier so ein kleines silbernes Herzchen, das hat mir mal meine Mama geschenkt, was auch mit so vielen kleinen Glitzersteinen drin ist. Oder welche ich auch sehr, sehr gerne mag, ist diese hier. Also die waren jetzt alle silber und die hier war mal Gold, aber ist jetzt auch schon so abgerieben. Ist einfach so ein kleines Stäbchen vorne dran, wenn ihr es sehen könnt. Und die gab es mal bei H&M und die finde ich auch super schön. Also ich mag es einfach total gerne, so kleine, feine, dezente Ketten anzuhaben. Ist auch sehr vorteilhaft, wenn man kleiner ist, wenn man nicht so klobige Sachen anhat, sondern so ein bisschen dezenter unterwegs ist. Und ja, jetzt gerade im Sommer ist das eine ganz, ganz große Liebe. Kommen wir zur nächsten Kategorie, Essen. Und das ist immer meine Lieblingskategorie. Das schaue ich mir auch immer am liebsten an, diese Sachen, um mehr Inspirationen zu holen. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist vielleicht eine kleine Kindheitserinnerung. Oh mein Gott, Capri-Sonne! Wie geil ist eigentlich Capri-Sonne? Und warum trinken wir so wenig davon? Ich habe neulich mir so eine riesen Box bei Lidl gekauft mit so, ich weiß gar nicht, wie viele Packungen da drin waren. Das ist noch davon und das ist das letzte Paket. Und ich fand das einfach so geil, immer Capri-Sonne im Kühlschrank zu haben. Ich hatte immer so 2, 3 Pakete drin. Wenn dann mal spontan irgendwie was war, ich zu einer Freundin bin, wir uns in die Sonne gesetzt haben, war immer Capri-Sonne am Start. Und ich finde das einfach so genial. Und vor allem, das ist so mega kalt. Das war jetzt gerade im Kühlschrank und ist so richtig schön nass, wie ihr sehen könnt. Und ich freue mich so arg drauf, mich rauszusetzen und das zu trinken. Capri-Sonne ist für mich einfach so, ich weiß nicht, noch so ein Stück Kindheit irgendwie. Versteht ihr? Also habt ihr die auch immer getrunken? Und welche ich auch, also da bin ich immer so der Orangentyp hier. Und welche ich auch mega cool finde, sind diese großen mit diesem Schraubverschluss oben, diese etwas moderneren Capri-Sonnen. Da mag ich Grapefruit total gerne. Oh mein Gott, also Pink Grapefruit ist das, glaube ich. Schmeckt auch so gut, halt ein bisschen bitter, aber ich mag das. Ich finde das sehr, sehr genial. Ja, ich hätte euch auch gerne wieder Hitchis gezeigt. Für alle, die mich kennen, wisst ihr Bescheid. Aber ich dachte mir, das ist vielleicht ein bisschen langweilig, wenn ich euch das immer zeige. Also im Prinzip könnt ihr euch Hitchis jetzt auch noch dazu denken. Ansonsten habe ich hier noch einen zweiten Food-Favorite. Und zwar ist das Ebli-Weizen. Kennt ihr das? Oh mein Gott. Ebli-Weizen ist für mich das Sommeressen. Und hier steht, das ist Sonnenweizenpasta in ihrer natürlichsten Form. Das sind so kleine Bobbel. Ich muss die Tür aufmachen. Für den Posttypen unterbreche ich Videos immer wieder gerne. Aber jetzt waren wir erstmal bei Ebli-Weizen stehen geblieben. Und zwar kennt ihr dieses Müsli, diese Smacks? Diese kleinen komischen Dinger, die irgendwie so oval sind mit so einem Strich in der Mitte und irgendwie, oh Gott, Marie, was eine Beschreibung. Also auf jeden Fall sehen die aus wie Smacks, sind aber weich und die kocht man einfach. Die kommen in solchen kleinen Kochbeuteln, so wie Reis, so manchmal halt kommt. Und dann kann man dazu halt irgendwie Gemüse machen. Ich liebe es, mir dazu Zucchini und Paprika und Tomaten anzubraten. Und dann mache ich mir eben dieses Getreidezeugs da dazu und dann halt noch irgendwie irgendwas, weiß ich nicht, so eine quarkige Soße oder so. Und das ist so geil. Oh mein Gott, ich könnte das jeden Tag essen. Richtig geil, auch wenn man Parmesan drüber streut. Schmeckt auch unfassbar gut. Also Ebli-Weizen ist sowas, das habe ich daheim immer gegessen und das habe ich mir hier auch sofort wieder gekauft. Und ja, das solltet ihr mal ausprobieren. Also das solltet ihr echt mal ausprobieren. Ich kann es euch nur empfehlen. Und kommen wir als letztes noch zu der Lifestyle-Kategorie. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen grob gefasst, aber was ich so an Musik zum Beispiel gerne gehört habe. Da habe ich nämlich ein Lied, was bei mir im Moment auf Dauerschleife läuft. Und zwar ist das East of Eden von Zella Day. Dieses Lied, oh mein Gott, habe ich glaube ich
Nee, ich habe es nicht als erstes bei ihr gehört, aber ich habe es, da ist es mir wieder so in den Kopf gekommen. Und zwar hatte Mac Barbie, also Bethany, das in einem Video verwendet und ich so, oh, was ist das für ein Lied? Shazam! Also, ja, das läuft bei mir wirklich durchgehend. Ich habe so das so dauerschleifenmäßig reingemacht und ich höre das wieder und wieder und wieder und wieder und es geht mir einfach dicht auf die Nerven und das ist so für mich so... So Sommerfeeling. Ich weiß auch nicht. Also ich verlinke es euch nochmal unten, wenn ich eins finde, was mal nicht gesperrt ist von der GEMA, dann könnt ihr es euch da mal anhören. Und das zweite aus dieser Lifestyle-Kategorie, was ich euch zeigen möchte, ist aus dem ganzen Video mein absoluter Favorit. Und zwar sind es Einwegkameras. Oh mein Gott, ich habe also durch eine Freundin da wieder so eine Liebe für entwickelt. Ganz früher hatte ich solche, beziehungsweise ich glaube, ich hatte nicht Einwegkameras, sondern so normale mit Film, also wie wahrscheinlich jeder von euch. Und das ist einfach so genial. Man hat einfach dieses Haptische, man hat die Bilder dann in der Hand, wenn man sie entwickeln lässt. Und es ist nicht so, man hat sie irgendwie auf seinem Smartphone und guckt sie so durch und dann löscht man sie, weil sie einen dann irgendwann nerven und man denkt, ach, eigentlich brauche ich es gar nicht. Oder man druckt sie nie aus und hat sie einfach nur auf dem Computer. Was will ich damit? Ich möchte mir die Wände vollkleben mit Bildern. Ich möchte sie durchschauen. Ich möchte irgendwie so die Bilder so haben. Ich weiß nicht. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich finde das einfach super cool. Und was ich halt auch noch richtig geil finde, ist, dass diese Einwegkameras halt nicht so, die sind nicht so perfekt, die sind nicht so super beleuchtet oder die, weiß ich nicht, die sind dann so ein bisschen kriselig, die sehen so ein bisschen Vintage-mäßig aus und ich finde das einfach mega. Also ich liebe es über alles und deswegen kaufe ich mir die immer wieder nach. Immer wenn ich sie zum Entwickeln abgeben lasse, dann hole ich mir wieder die nächste. Natürlich sind manche Bilder echt hässlich und echt richtig verkackt. Mein Cousin zum Beispiel hat schön die Kamera aufgezogen und es mir dann ungefähr so vors Gesicht gehalten und ein Bild gemacht. Natürlich sieht das dann nicht gut aus. Aber man weiß ich nicht, man verbindet halt dann Erinnerungen mit den einzelnen Bildern eher. Also ja, ich finde, wir sollten mal alle wieder ein bisschen mehr sowas hier machen. Dann hat man nicht so, man fotografiert dasselbe Motiv 10-mal und löscht dann am Ende alle, sondern man fotografiert es einmal und man gibt sich Mühe und dann hat man es auch einmal. Und dann ist es vielleicht nicht perfekt, aber ich weiß nicht, man erinnert sich einfach viel besser an den Moment. Deswegen Einwegkameras, jetzt im Sommer, ganz, ganz große Liebe. Ja, und das waren alle Sachen, die ich euch zeigen wollte. Das ist jetzt vielleicht nicht turbo viel, aber es sind wirklich so meine Herzstücke jetzt im Sommer. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und was mich richtig interessieren würde, was ist euer Lifestyle-Favorit jeweils? Also wirklich, beschränkt euch mal auf einen einzigen. An was habt ihr wirklich Freude jetzt im Sommer? Es kann auch irgendeine Aktivität sein, irgendwas machen. Also ich habe das jetzt zum Beispiel nicht genannt, aber für mich ist irgendwie so Quality Time mit meinen Freunden hier so wertvoll. Also ich liebe es, abends zu treffen, irgendwo auf einem Dach rumzusitzen, in der Sonne zu chillen, in irgendeinem Park rumzuspazieren, einfach nur ein Eis essen zu gehen, einfach nur einen Film zu schauen. Also wirklich, ich nutze die Zeit so gut es geht mit all meinen Leuten und ja, mich würde aber mal interessieren, was ihr so richtig gerne macht im Sommer, was ihr so richtig gerne mögt. Es muss nicht sein, was ihr macht. Und damit wäre es das mit diesem Video. Also wie gesagt, lasst mir euer Feedback da und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ja vielleicht das nächste Mal wieder. Bis dann! Ciao! Das war das falsche Winken. Ciao!